Ja, herzlich willkommen zum Tabata-Training. Tabata, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Tabata ist einfach eine Trainingsform, die sich ja dadurch auszeichnet, dass es ein kurzes, knackiges Training ist. Workout ist ja meistens sehr intensiv, aber vor allem sehr, sehr effektiv. Und das ist ja das, was wir alle wollen: kurzer Aufwand, maximaler Ertrag. So soll es sein. Darum gehört das Tabata zu meinen absoluten Favoriten beim Training, weil man in kurzer Zeit sehr, sehr viel erreichen kann. Wie funktioniert es? Wie läuft es heute ab? Wir teilen das Training heute in ein paar Blöcke. Wir machen zuerst ein kurzes Aufwärmen, gemeinsam natürlich. Dann machen wir vier Blöcke, wo wir uns jeweils auf zwei Übungen konzentrieren, damit wir den ganzen Körper ja schön Schwung bringen. Jetzt sage ich euch die Übungen immer kurz vor und es werden halt ein paar Anfänger dabei sein, ein paar Fortgeschrittene. Und da ist es wichtig, dass sich jeder selber genau da einordnet, da wo er hingehört, da wo sein aktuelles Leistungslevel ist, weil es ist vielleicht so, dass du vielleicht schon länger nicht mehr ja, aktiv warst, keine Zeit gehabt hast und heute wieder beginnst, sportlich durchzustarten. Dann ist es wichtig, dass du wirklich die Übungen sauber, konzentriert machst und die auf die Körperpartien konzentrierst, die wir trainieren. Wenn du schon ein bisschen geübter bist, regelmäßig trainierst, kannst du ruhig ein bisschen Gas geben, das Ganze einfach schneller machen, springen und so weiter. Ich werde es dann natürlich erklären. Die Blöcke sind immer zwei Übungen, habe ich glaube ich schon gesagt. Das heißt, Übung 1 ist 20 Sekunden, dann 10 Sekunden Pause. Übung 2, 20 Belastung, 10 Pause, dann wieder Übung 1. Gesamt 4 Minuten. Hört sich jetzt wahrscheinlich relativ wenig an, ist aber, wenn es soweit ist, dann echt ja, intensiv und ja, und wird euch auch fordern, aber genau das wollen wir ja auch. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Zwischen die Blöcke ist immer 2 Minuten Pause, da könnt ihr ein bisschen was trinken, locker bewegen und ich zeige euch einfach dann die nächsten zwei Übungen vor und dann geht's los. Wichtig beim Tabata, damit wir auch diesen Effekt haben, diesen maximalen Effekt, dass wir richtig Gas geben, okay? Wenn wer kann, wenn wer sagt, ah, er hat nur Luft nach oben, wirklich ein bisschen an Zunder reinbringen und Gas geben. Ich werde es immer ein bisschen switchen, so damit jeder mitmachen kann, dass jeder dabei ist und ja, jeder den optimalen Nutzen draus zieht, was ganz wichtig ist. Ja, es dauert circa 30 Minuten. Also echt cool, mit Aufwärmen, mit Cooldown. Also ich würde sagen, wir starten. Einfach einmal locker am Stand laufen. Ich hoffe, ihr habt eine Trainingsmatte. Genau, könnt die Arme kreisen, schön nach vorn kreisen, gemeinsam dann nach hinten wechseln. Schön locker weiterlaufen. Wer kann, gehen gleich. Und wechseln. Genau, dann wieder laufen, die Knie ein bisschen höher aufziehen. Es geht dann schon Richtung erste Übung vom ersten Block. Genau, Hampelmänner, Jumping Jacks kennt wahrscheinlich auch jeder. Jawohl. Laufen, ein bisschen schneller werden. Dann, wir stehen normal, greifen runter zum Boden, gehen nach vor und dehnen uns nach oben. Wir schauen nach oben, gehen wieder zurück und stehen wieder da, okay? Und nun mal machen wir es. Jawohl. Und wieder laufen. Hampelmänner. Genau. Sehr gut. Knie ein bisschen höher. Jawohl. Genau. Und das ist gleichzeitig schon der erste Block, okay? Erste Übung, Kniehebelauf. Wer fortgeschritten die Übung machen will, einfach höher und schneller. Zweite Übung, Hampelmänner. Und gerne ein bisschen schneller, wer kann, okay? Und die Fortgeschrittenen, nehmen Sie ein kleines Handtuch
und springen dann von links nach rechts, okay? Gerne ein bisschen schneller. So. Ich würde sagen, wir legen los. Ich hoffe, ihr seid warm, seid bereit. Trinkt noch einen Schluck. Dann geht's los. Also, kurz nochmal 20 Sekunden Übung 1, 10 Sekunden Pause, Übung 2, 10 Pause, wieder Übung 1. 4 Minuten. Wir starten im Kniehebellauf, okay? In 5 Sekunden geht's los. Jawohl, ja, Knie fährt jetzt. Jawohl. Und los geht's. Viel Spaß. Genau, wer kann einfach ein bisschen höher, ein bisschen schneller, wirklich jeder an seine eigene Leistungsgrenze. Jawohl. Zweite Übung. 10 Sekunden Pause. Hampelmänner oder springen, okay? Die machen jetzt Hampelmänner. Los geht's. Schön sauber bleiben. Bauch anspannen. Und schön Gas geben, okay? Nicht vergessen. Ist jetzt Muskeltraining. Jawohl. 10 Sekunden Pause. Kniehebelauf. High Knees wieder, okay? Jetzt gerne ein bisschen schneller. Jawohl, weiter geht's. Jawohl. Ich hoffe, ich schnaufe auch schon ein bisschen. Kurzer Bodenkontakt. Jawohl. Zweite Übung. Hampelmänner oder springen, okay? Jawohl. Jawohl. Und schön sauber bleiben. Bauch anspannen. Und gut atmen. Jawohl. Pause, die Hälfte haben wir. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. 3 Sekunden geht's weiter. Kniehebel auf, okay? Jawohl. Wenn es zu schwer ist, locker weiterlaufen, okay? Wenn es zu leicht ist, schneller. Super, weiter so. Voll gut. Hampelmänner wieder, okay? Jawohl. Wieder. Kurzer Kontakt. Boden an, Bauch anspannen. Fest anspannen. Immer schön sauber bleiben. 5 Sekunden. Jawohl. Zweimal noch. Da haben wir schon den ersten Block. Mega. Jawohl. Kniehebellauf wieder, okay? Die Arme immer schön mitnehmen. Nicht vergessen. Kurzer Bodenkontakt. Jawohl. 3 Sekunden. Pause. Übung 2. Hampelmann oder springen. Die letzte Übung machen wir immer 30 Sekunden, okay? Also, die ziehen wir bis zum Schluss durch. Kurzer Kontakt auch bei den Hampelmännern. Jawohl. 10 Sekunden machen wir noch. 5. Jawohl. Ersten Block haben wir. Jetzt 2 Minuten Pause. Ah, wunderbar.
Ich hoffe, ihr schlaft auch schon wie. Die nächsten zwei Übungen. Jetzt geht's auf die Körpermitte, okay? Also wir legen uns am Boden. Einfach gemütlich am Matte. Genau. Schauen, dass die Schultern in der Luft sind. Bauch ist auf Spannung. Beine im rechten Winkel. Gerade, okay? Hände zum Kopf. Und dann langsam Rad fahren, okay? Das ist die Übung. Wenn es zu schwer ist, Kopf runter und immer Bauch anspannen. Schauen, dass der Rücken am Boden ist, okay? Die Fortgeschrittenen hoch und drehen, okay? Genau. Übung 2 ist der Plank. Kennt ihr wahrscheinlich den Unterarmstütz. Schauen, in den Stütz gehen. Schauen, dass wir nicht ins Hohlkreuz fallen, sondern das Becken kippt nach vor, okay? Anfänger, Position halten, Fortgeschrittenen seitlich vorziehen. Genau, 30 Sekunden und dann geht's weiter. Ich hoffe, ihr habt einen Schluck getrunken. Ihr seid bereit, euch richtig auszupowern. Jetzt vor allem bei der Rumpfkräftigung immer die Spannung halten. Das letzte Eizahl, wie wir in Österreich sagen, geht's immer ihr selber, okay? Fest anspannen. Salala. 10 Sekunden. Jawohl. Rücken am Boden. Und jetzt langsam Rad fahren, okay? Die Fortgeschrittenen gerne nach oben gehen. Rücken ist immer am Boden, okay? Ganz wichtig. Bauch fest anspannen. Jawohl, Wechsel, wir gehen in den Plank, okay? Wichtig, die Position halten, fest anspannen. Los geht's, Fortgeschrittenen seitlich vorziehen, okay? Und wichtig, Bauch, Po, Beine richtig anspannen. Bauchnabel nach innen ziehen. Jawohl, perfekt. Jetzt mache ich die fortgeschrittene Variante, okay? 3 Sekunden. Jawohl. Und immer auf eine Seite drehen, okay? Jawohl, und weitermachen. Pause. Wenn es ein bisschen knistert, dann ist genau richtig, okay? So, weiter geht's. Und jetzt seitlich vor. Immer schön die Spannung halten. Bauch anspannen. Beine, Po. Jawohl. Pause, die Hälfte haben wir von dem Block. Jetzt wieder Radfahren, okay? Und wieder Bauchnabel nach innen. Schön kontrolliert. Fest anspannen. Wenn es nicht mehr geht, nur kleine Bewegungen, okay? Jawohl. 3 Sekunden. Super, mega. Unterarmstütz wieder, Plank. Position halten. Jawohl, weiter geht's. Zehn Sekunden. Schön die Spannung halten. Die Ellbogen unter den Schultern. Jawohl. Einmal noch Bauch, dann noch mehr Unterarmstütz, dann haben wir es. Genau. Letzte.
Schön die Spannung halten, okay? Langsam. Jawohl. Super. 3 Sekunden. Darf man ruhig ein bisschen spielen im Bauch. Jawohl. Letzte Übung. Ziehen wir wieder 30 Sekunden durch, okay? Jawohl, los geht's. Fortgeschrittenen. Das Knie Richtung Schulter. Bauch anspannen. Jawohl. Noch 10 Sekunden. Jawohl. Jawohl, mega. Das Hälfte vom Training, die Hälfte vom Training haben wir. Ah, ich hoffe, ihr spürt es auch ein bisschen. Man merkt, wie intensiv das Training sein kann, wenn man sich auf eine Muskelpartie konzentriert. Nächste Übung. Oder nächster Block. 2 Minuten Pause übrigens. Geht auf die Rückseite. Rücken, Gesäß, Oberschenkel, Beine, Rückseite. Erste Übung. Kennt vom Sommer, vom Schwimmbad. Wir schwimmen, okay? Wir liegen am Bauch. Dann heben wir die Beine. Po anspannen, Rücken, Arme nach vor. Und jetzt kleine Bewegungen gegengleich machen, okay? Kopf schauen nach unten. Und dann richtig Gas geben. Wenn es zu leicht ist, einfach schneller. Und die zweite Übung ist der Unterarmstütz, aber rückwärts. Das heißt, wir sind auf die Unterarme, drücken uns nach oben, Hüfte ganz nach oben und dann halten, die Fortgeschrittenen abwechselnd ein Bein heben, okay? Und immer schauen, dass die Hüfte oben bleibt. Ganz, ganz wichtig. Wieder im Wechsel. Schluck trinken. Und dann geht's weiter. 20 Sekunden noch. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Immer schön. Das letzte Einzahl gibt es immer ihr selber. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. So, 10 Sekunden. Wir schwimmen, okay? Jawohl. Bauch anspannen. Wenn es zu leicht ist, den Oberkörper ein bisschen höher, ein bisschen schneller, Kopf schaut nach unten und wirklich wieder anspannen. Jawohl, sehr gut. Pause. Unterarmstütz rückwärts. Und los geht's. Hüfte nach oben, okay, ganz wichtig. Und die Spannung halten. Kopf schaut nach oben, Bauch, Gesäß, Beine anspannen. Fortgeschrittenen, Fuß heben, okay? Jawohl, Pause. Schwimmen wieder, okay? Jetzt. Gas geben. Bauch anspannen. Gesäß. Ganz wichtig. Jawohl. Pause. Unterarmstütz wieder. Jetzt zeige ich euch das mit dem Fuß heben. Jawohl. Und immer schön oben bleiben, okay? Ganz wichtig. Darf man ruhig ein bisschen spielen. Das gehört so. Jawohl. Jawohl, die Hälfte haben wir von dem Block. Schwimmen wieder, okay? Und Gas geben. Weiter geht's.
Die Daumen schauen nach oben, Kopf nach unten. Jawohl. Wechsel wieder. Sehr gut, wie du dabei bist. Mega. Durchbeißen, okay? Und wieder oben bleiben. Ellbogen. Ellbogen. Unter der Schulter. Kopf schaut nach oben. Hüfte nach oben. Hintern. Bauch anspannen. 5 Sekunden. Jawohl. Pause. Letzte Mal, okay? Wirklich cool, wie du dabei bist. Jawohl. Jawohl. Und Gas geben. Letzte Übung. Sehr gut. Letzte Übung. Ziehen wir wieder durch, okay? Gerne mit Fuß heben, aber immer die Spannung halten. Ganz wichtig. Jawohl. Wir schauen nach oben. Jawohl. 10 Sekunden noch. Minuten Pause, okay? Wir sind schon beim letzten Block. Ihr werdet sehen, es geht so schnell jetzt. Trinkpause. Letzte Übung, letzter Block. Zwei Übungen natürlich. Haben es nur mal in sich. Erste Übung. Liegestützen. Es kommt wahrscheinlich Freude bei jedem auf. Wir haben wieder zwei Formen. Auf die Knie, okay? Wirklich schauen, Hüfte geht nach vor, ohne ins Hohlkreuz zu fallen, sondern das Becken kippt nach vor, Hüfte geht runter, Schultern über den Handflächen, Bauch anspannen, die Bewegung ist aus den Ellbogen, okay? Wenn es nicht ganz runter geht, so weit wie es geht. Fortgeschrittenen, ganz normal natürlich. Wirklich bei den Liegestützen schauen, von Knie bis Schultern eine gerade, okay? Die Position halten. Zweite Übung, Kniebeugen. Also sitzen wir jetzt nicht nieder, sondern nur zum Anschauen. Nicht nach vor gehen, okay? Sondern Arme vor. Hinten reinsitzen. Jawohl. Und natürlich beim Tabata schnell. Wenn wir wühlen, wenn wir die fortgeschrittene Variante ist, einfach springen. Okay? Jawohl. Letzter Block. Wir geben nochmal richtig Gas und quetschen nochmal alles raus, was wir haben, okay? Genau. Erste Übung, Liegestützen. 5 Sekunden. Jawohl, auf die Knie, okay? Und runter. Schön sauber bleiben. Jawohl. Die Spannung halten. Bauch anspannen. Handflächen bleiben unter den Schultern. Ellbogen schräg nach hinten. Jawohl. Pause. Jetzt Kniebeugen. Okay? Schön sauber. Und zügig natürlich. Runter, hoch. Zack. Jawohl. Die Knie gehen nach außen, okay? Ganz wichtig. Nicht nach innen kippen. Nach außen. Jawohl. Und Gas geben.
fortgeschrittene Variante, springen, okay? Jawohl. Jetzt wieder Liegestützen. Ich mache jetzt die normalen, eher gerne wieder auf die Knie, okay? Und ruhig ein bisschen Gas geben. Jawohl, gehen wir. Jawohl, da gängen Sie schon ein paar aus in 20 Sekunden. Jetzt Kniebeugen, normal oder mitspringen. Runter, springen. Jawohl, und schön hinten reinsitzen, okay? Belastung ein bisschen mehr auf die Fersen. Und schön springen, alles rausholen, die Arme mitnehmen. Jawohl. Pause, Hüfte Hammer. Liegestützen wieder. Hüfte vor und los geht's. Jawohl. Jawohl. Schön sauber bleiben. Bauch anspannen. Pause. Kniebeugen, okay? Gehen wir. Durchbeißen. Und los. Und schön hinten reinsitzen. Super. Mega. Weiter Gas geben, gleich vorbei. Letzte Runde. Liegestützen, Kniebeugen, fertig. Jetzt wieder fortgeschrittenen. Gehen wir, los geht's. Ja, beißen. Jawohl, das geht schon eine. Bravo. Letzte Übung, Kniebeugen. Wir ziehen wieder durch. 30 Sekunden. Jawohl. Letzte Übung. Alles rausquetschen, okay? Das darf man ruhig ein bisschen spüren in die Oberschenkel. Jawohl. Hinten reinsitzen. Gas geben. 5 Sekunden. Jawohl. Letzter. Super. Darfst du selber auf die Schulter klopfen. Mega, wie du das durchgezogen hast. Ich bin sehr stolz auf dich. Jetzt geht's los, okay? Dranbleiben. Ausschnaufen ist eh klar. Sehr, sehr cool, wie du das gemeistert hast. Puh. Der Körper wird reagieren. Das ist sogar so gewollt. Sehr aktiv bleiben. Das Muskeltraining ist so wichtig zum Abnehmen, zum Entgiften, für das allgemeine Wohlbefinden, für die Gesundheit. Gehört Sport einfach dazu. Sage ich jetzt noch kurzes Dehnprogramm. Und ja, dann sind wir ja schon fertig für heute. Also, meine Lieblingsübung immer Hüftbeuger. Ganz wichtig. Vorne das Bein parallel. Wieder nicht ins Hohlkreuz, sondern Hüfte nach vor. Und die Hüfte schiebt nach vor, dass du da einen Zug spürst. Dann locker reinwippen, schnaufen. Jawohl. Und es geht immer ein bisschen weiter, okay? Jawohl.
Dann nehmen wir gleich die Rückseite mit. Langsam vordehnen, Rücken strecken. Schauen, dass wir die Rückseite gut dehnen. Beim Dehnen nicht übertreiben, okay? Wenn du so eine Skala vor dir hast zwischen 1 und 10, und 10 ist das Maximum, dann schau, dass du so bei 7, 8 bist. Genau. Dann die Oberschenkelvorderseite. Schau, dass der Körper schön gerade ist. Jawohl. Und schön wieder, kannst mit der Hüfte wieder ein bisschen vorgehen, okay? Jawohl. Was noch ganz cool ist, ist wieder im Kniestand, eine Hand am Boden, die andere Hand beim Knöchel und drückt das Knie nach außen, okay? Und dann können wir gern zur anderen Seite schauen und wieder vorsichtig reinwippen, dehnen. Ich hoffe, man sieht's. Wir wechseln die Seite. Wieder Hüftbeuger. Jawohl. Du kannst sogar ein bisschen näher kommen. Genau. Wieder schön die Hüfte nach vorne schieben. Jawohl. Rückseite. Rücken ist wieder gestreckt. Okay, Brust raus. Langsam reindehnen. Bin immer Fan von ein bisschen reinwippen, kurz bleiben, loslassen und wieder mehr. Und immer schön die Atmung mitnehmen. Oberschenkel, Vorderseite. Jawohl. Super, schön atmen. Und ganz wichtig ist immer noch, das Gesäß, die gesamte Rückseite, wir liegen am Rücken, ein Bein anheben, auf die andere Seite fallen lassen, Kopf runter, das Knie und die Schulter ist am Boden, okay, so gut wie es geht, und langsam runterdehnen, die Hand aufs Knie drücken ein bisschen, sehr vorsichtig, und wieder gut ein- und ausatmen. Wechsel, wenn euch die Übung taugt, einfach ein bisschen länger machen. Jawohl, und schön dehnen, atmen, ganz, ganz wichtig. Jawohl. Das war's. Von meiner Seite, Gratulation nochmal dir, du hast es echt durchgezogen, das ist so wichtig, dass auch wenn es ein bisschen knistert, wenn es ein bisschen zart ist, dass du trotzdem Gas gibst, weil dann verändert sich was. Nicht nur beim Sport, so ist es auch im Leben. Drum, hat mich mega gefreut, schön, dass du dabei warst bis zum Schluss, wenn es dir gefallen hat, lass mich es wissen, gerne Feedback und ich freue mich, wenn wir uns schon das nächste Mal wieder sehen und gemeinsam Gas geben. Also, schönen Tag, Baba, ciao.